Moin Leute und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von EEP. Hier ist eigentlich alles weit wieder vorbereitet. Das heißt, ich werde jetzt hier weitere Züge aufgleisen. Vor allen Dingen ein paar Wendezüge. Zumindest, dass ich das in der Folge noch mal ein paar Gleise vollgestellt bekomme. Und in der Hoffnung, dass mir dann EEP nicht wieder abschmiert. Wofür es eigentlich berüchtigt ist. So, und dann werde ich mich daran machen. Mal sehen, vielleicht baue ich dann erstmal noch die Steuerung für den Schattenbahnhof für die abzweigende Strecke noch zu Ende. Und dann steht ja noch der, für die Überholer muss ja auch noch eine separate Abstellung aufbauen. Was ich mir jetzt aber überlegt hatte, ist ein, ja, wie hießen die Züge hier? Na gut, was suche ich eigentlich hier unten? Hier oben wollte ich ja suchen. Da habe ich nämlich haufenweise verschiedenster Züge. Muss man nachschauen. SBB, was war das für einer? Das ist ein Containerzug. Okay. Und hoffen, dass jetzt nicht zu irgendwelchen Problemen kommt. Nope. Das ist mit der 011er. Mit der Werbeaufschrift hier. 100 km/h, das ist Durchgangsverkehr für Güterzüge. Mit Wagen von Tuax, AAE. Und irgendwo war noch Armeewa mit drin, ja, hier hinten. Jetzt eigentlich ganz normaler Containerzug. Für den Fernverkehr, da werde ich jetzt den nächsten Zug schon mal aussuchen. Eurocity, den hatte ich ja schon mal aufgegleist. Autozug, na, das sind eher solche seltenen Züge. Metrans hatte ich sogar mal einen mit Treusound schon bereits ausgestattet. Da muss ich dann mal schauen, dass ich das dann auf alle anderen Züge noch anwende. Das heißt, ich muss sie dann runternehmen und dann separat abspeichern, von der Anlage runternehmen, mit Sounds ausstatten und so weiter und so fort. Und schon mal der nächste, aber das ist einer, der überholt werden soll. Er ist nämlich mal etwas langsamer unterwegs. Hier habe ich dir mal einen kleinen Schubser, damit er schneller von der Anlage dann runter ist und dann unten in den Schattenbahnhof auch reinfährt. Obwohl, so schnell braucht er eigentlich nicht zu sein, nicht dass das hier gleich in einem Desaster endet. Greife ich mal der Steuerung kurz mal vor. Und jetzt suche ich mal kurz, ich glaube, weiß nicht, ich glaube sogar, ich hatte mal irgendwo eine Metropolitan-Einheit in unterschiedlichen Farbgebungen dann ja auch als ICE. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass er irgendwelche Grafikprobleme macht, ansonsten muss ich den nämlich dann neu installieren, aber das sieht nicht danach aus. Drehe ich mal rum. Bekommt jetzt eine 101. Als Schublock.
Natürlich sollte man vorher erstmal die Kupplung aktivieren. Der hat einen Steuerwagen, daher soll er auch wenden. Obwohl die normalerweise, glaube ich, immer zwischen Berlin und München unterwegs sind. Diese Metropolitan-Einheiten. Die fuhren noch mal eine Zeit lang vorne, jeweils im Sandwich, also vorne Lok und hinten Lok, weil aus irgendwelchen Gründen auch immer. Genauen Gründe weiß ich jetzt nicht. Vielleicht war irgendwas mit dem Steuerwagen, dass sie halt immer so eingesetzt wurden. Er sucht sich auch gleich das richtige Gleis, dann kann ich das jetzt auch mal schauen, ob die Richtungswendung auch Richtungsumkehr auch so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Stromabnehmerwechsel erfolgt. Bleibt sogar vor dem Prellbock stehen und fährt zurück. Funktioniert also so, wie ich mir das vorstelle. So, dann speichere ich das mal schnell noch ab. Dann bedarf es ja eigentlich noch ein paar Intercities, ein paar ICEs und dem einen oder anderen Eurocity. So, Nahverkehr, dann mal sehen für den Abzweig. Brauche ich auch noch ein bisschen was. Also bei über, also ich wie viel tausend Modellen, ich glaube 60.000 bin ich mir jetzt nicht ungefähr so sicher, wie viele es insgesamt sind, aber ich schätze jetzt mal wirklich so grob die Zahl auf 16.000. Ne, Moment. Wie war das? Steuerwagen gelutscht. So sage ich das jetzt einfach mal so. Dann mit Kaffee und Snackautomat und wieder ein normaler zweite Klasse Wagen. Bespannt mit einer 112er 112.1, weil die 112.0 wurden später zu 114. Stromabnehmer 2 hoch. Liege ich damit richtig? Glaube nämlich nicht, dann muss ich mal kurz das hier machen. Ansonsten klappt das mit dem Richtungswechsel nicht so, wie ich mir das immer vorstelle. Überholung ist es auch nicht, es ist abzweigender Nahverkehr. Der fährt dann nämlich hier in diese Kurve. An der Vorbildsituation, der Bahnhof in Priestewitz. Dort zweigen ja dann immer die Regionalexpresszüge nach Cottbus bzw. Hoyerswerda ab. RE15 und RE18. Aus Dresden kommt, die ja dann über Großenhain-Cottbuser Bahnhof fahren. Die zweigen dort ab. Wow. Irgendwas hat hier gerade nicht geschaltet. Mal sehen, ist das ein Fehler in der Steuerung? Oder?
Irgendwo ist noch ein Fehler drinne vorhanden. Oder hat es die nicht auf Halt gesetzt? Die sind doch fort. Der hätte die eigentlich abzweigen müssen. Habe ich hier Kontaktpunkte vergessen? Mir scheint es so, als hätte ich hier was vergessen. Signalsysteme. Durchgangsverkehr für alles andere. Ach, hier muss ich noch mit extra mit separaten. Es okay, Fehler gefunden. Da weiß ich schon bereits, was ich in der nächsten Folge dann machen darf. So, und jetzt noch einen weiteren Zug und den setze ich jetzt hier an die. Ja, ist direkt auf dem Gleis hier im Schattenbahnhof. Mal sehen, nehmen wir da privat. Was bist denn du für einer? Gut, kann man nehmen. Vorteil bei den RSS-Dateien ist einfach, dass man die über den Editor öffnen kann und damit auch einen genauen Blick daran erhalten kann, was ist darin enthalten und was nicht. So, Geschwindigkeit 100, abzweigende Durchgangszüge. Das wird ja ungefähr dann ein Viertel bis ein Drittel aller Züge, die hier stehen, ausmachen. Dass die dann halt abzweigend fahren. Heißt zum Beispiel die gesamten, zumindest ein Teil der Eurocities. Die dann hier abzweigen werden. Und der macht jetzt noch seine Wendung. Wenn der angekommen ist, speichere ich das alles ab. Und dann kann ich ja dann in der nächsten Folge hier noch die zusätzlichen Kontaktpunkte für die Züge einsetzen, die dann hier immer abzweigen. Gut. In dem Sinne, was erstmal von der heutigen Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Part von EEP.